Einen wunderschönen guten Abend <laughs> zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute weiter in unserer Reihe über die Aufgaben oder Abenteuer des Herakles. Und ganz besonders freue ich mich, dass natürlich die liebe Mia wieder mit dabei ist. Hallo Mia, schön, dass du da bist. Hallo Christopher. Und hallo ihr da. Und ich habe einen Ehrenplatz bekommen unter dem Zorn der Hera, muss ich anmerken. <laughs> Aber neben also, dem Herakles. Und genau, wundert also, euch nicht, der Christopher hat mir ein, ein Mikrofon geschenkt, damit wir uns besser ins Wort fallen können. Genau. Also, das Mikro, da arbeiten wir noch dran, dass es nicht ganz so sichtbar ist. Ich habe es hier auch. Na? Wir haben eigentlich das gleiche Mikro. Bei mir ist es ein bisschen besser installiert, aber man muss zu deiner Verteidigung sagen: Mia, du bist gar nicht zu Hause gerade, sondern du bist im lieblichen Bayernland unterwegs. Und, ähm, ich bin ja. im Bayerischen Wald, ja in Niederbayern, im, im tiefsten. Das ist ja, da geht es ja auch sehr mythisch zu, insofern passt es von der von, von, vom Hintergrund her. Wir sind aber heute in Griechenland. Ja. Wir sind heute bei der Geschichte um Herakles, das ist unsere dritte Episode, wenn ich richtig gezählt habe. Und wir haben ja schon die Geburt des Helden kennengelernt, wir haben kennengelernt, wie er großgezogen wurde, welche Lehrer er hatte wie das Ganze sich sozusagen für ihn entwickelte bis zu seiner Jugend. Und äh, jetzt geht es sozusagen in die letzte Phase, bevor er seine zwölf Aufgaben bekommt. Heute wollen wir klären, was es mit diesen zwölf Aufgaben auf sich hat, das heißt, woher sie überhaupt kommen, was ist der Grund für diese zwölf Aufgaben, die Herkulesaufgaben, wie sie ja auch im Deutschen genannt werden, weil sie so übermenschlich sind, dass sie eben heute noch als geflügeltes Wort bei uns existieren. Wenn, wenn etwas so wirklich fast äh, nicht zu machen ist, dann nennt man es eine Herkulesaufgabe. Die Geschichte wollen wir heute erzählen und wir wollen natürlich vor allen Dingen über die Hellenreise weiterreden. Das ist ja das Thema, was. So mitschwingt bei uns, und da ist mir natürlich auch unsere Expertin, denn sie ist oder du, ich muss jetzt, ich muss ja nicht in der dritten Person von dir reden. Du bist <laughs> ja Autorin und Schriftstellerin, du hast ja viele der Geschichten, die wir in der Geheimnisakademie erzählen, zuletzt die Alchemie von Ostern, mitgestaltet und ähm, hast ihr dein Gepräge, deine Prägung gegeben. Und du bist natürlich super interessiert an Heldengeschichten und bist deswegen auch mit der Heldenreise sehr ähm, vertraut. Vielleicht magst du zwei, drei Sätze für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal zuschauen zur Heldenreise sagen. Was, wie könnte man das zusammenfassen? Was ist diese Heldenreise? Also die Heldenreise, Christopher hat ja schon angedeutet, ich bin... Mythologisch und an Märchen sehr interessiert. Und in, das sind die, die alten Erzählformen, in denen Heldenreisen vorkommen. Also, das ist eine ganz alte Struktur, ähm, nennt man auch den Monomythos, der sich durch ähm, den Joseph Campbell untersucht hat, eine Struktur, die sich durch alle Mythen eigentlich hindurchzieht. Und die Essenz dieser Struktur oder die Grundlage ist der Held oder die Heldin, die aufbricht und verschiedene Stufen durchläuft, bevor sie wieder zurück in ihre Welt kehrt und oder er und ähm, ja mit einem mit einer einer Verwandlung in einen transformatorischen Prozess eben eingetaucht ist und es sind ähm, es sind nicht also man kann diese Stufen auch das ist nicht zu also man kann nicht jetzt bestimmen das sind so und so viele Stufen das ist ein fließender Prozess aber man kann absolut einteilen dass der Held aufbricht einen Ruf hört eine Schwelle überschreiten muss in eine andere Welt und dort seinem Antagonisten oder dem ähm, seinem, seine, ein, sein inneres Mysterium lösen muss und um, um von dort ähm, mit einem Elixier oder einem nach einem großen anderen Kampf wieder in seine Welt zurückkehren zu können, wo, die er dann mit veränderten, anderen Augen sehen kann. Also er hat ein sehr wertvolles Gut, ähm, bringt er aus der sogenannten Unterwelt zurück. Das werden wir sehen, welches Gut es für Herkules, äh, für Herakles ist. Ja, du hast ganz wichtige Begriffe genannt. Es ist ein Monomythos, es ist eine Struktur, die auch heute von Autorinnen und Autoren verwendet wird, um beispielsweise Filme zu gestalten, Geschichten zu erzählen. Auch unsere Geschichten sind in weiten Teilen nach der Heldenreise gestaltet. Wenn ihr Eskeli und der Ruf der Runen kennt, beispielsweise das Buch, das Mia. In dem Verlag der Geheimnisse veröffentlicht hat, dann wisst ihr, dass es auch nach der Heldenreise konzipiert. Und es ist einfach ein Schema, das so tief in uns verankert ist, dass wir es immer wieder erkennen und dass es in uns einfach eine Resonanz erzeugt. Wir fühlen uns durch diesen Monomythos, gesehen, wahrgenommen, weil unser eigenes Leben ganz oft wie eine Heldenreise ist. Also das ist nichts Abgehobenes, irgendetwas, was vielleicht nur in Märchen und Mythen vorkommt, sondern es ist auch ein psychisches oder ein psychologisches Muster, das wir auf unser eigenes Leben anwenden können. Und das ist das, was wir auch mit dieser Serie bezwecken, mit unserer Herakles-Serie. Wir wollen eben nicht nur die Geschichte von Herakles erzählen, sondern auch die Komponenten der Heldenreise verdeutlichen, damit sie für euch vielleicht auf euer Leben angewandt auch Sinn ergeben. Auch die antiken Autoren hatten schon mit, mit der Heldenreise bezweckt, die, ihre Leserschaft zu gewinnen und die Leser in oder die Hörer, damals, die Hörer in ihren Bann zu ziehen. Und ähm, die identifizieren sich ja auch nur mit einem Helden, der, das, der es ihnen leicht macht oder also ihr Interesse weckt, sich mit ihm zu identifizieren und deswegen ähm, ist es natürlich toll, wenn der Held, wenn der Leser oder Hörer oder also sich in diesem Helden wiedererkennt und wir alle erkennen uns wieder, weil das sind psychische Prozesse, die wir durchlaufen, Entwicklungsstufen, die wir durchlaufen, immer wieder die Reise, die wir antreten, die zu Ende geht und wieder von Neuem beginnt, also Transformation ist an diesen Kreislauf gebunden und den kennt ihr alle. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn wir heute über den Zorn der Hera reden, reden wir über ein Prinzip, das uns hier im Mythos vorgestellt wird, aber das eigentlich jeder von uns im Leben kennt. Und in der Heldenreise nennt man es den Antagonisten, die Antagonistin oder das antagonistische Prinzip. Wir werden später noch genauer darüber sprechen, was könnten Antagonisten sein. Jetzt hier im Mythos ist es Hera und ihr Gefolge oder die, die von Hera angestiftet werden, aber Hera steckt im Großen und Ganzen dahinter. Ich würde mal sagen, ich erzähle einfach mal die Geschichte, die uns heute beschäftigt und danach gehen wir mal in diese Tiefen hinein und überlegen uns auch, was das vielleicht für psychologische Komponenten beinhaltet, die für uns interessant sind, für diejenigen, die heute diese Geschichte hören. Denn die Geschichte, die ich heute euch erzählen möchte, die wir euch erzählen möchte, ist sehr bewegend. Es ist eine Tragödie, könnte man fast sagen. Aber wie bei vielen guten Tragödien beginnt sie weit in der Zeit, bevor die Akteure beginnen. Und wir müssen noch einmal zurück zu einer Geschichte, die wir schon erzählt haben im ersten Teil unserer, <laughs> unserer ähm, Reihe, nämlich zu Perseus. Ähm, Zeus verliebt sich in Danae, die wiederum von ihrem Vater eingesperrt wird in einer Höhle oder einem bronzenen Kasten. Da gibt es unterschiedliche Erzählungen, weil ihr Vater eine Prophezeiung vom Orakel von Delphi bekommen hat, dass sein Enkel äh, verhindern, dass er so also die Danae irgendwie auch nur mit Männern in Berührung kommt und sperrt sie also quasi hermetisch in eine Kiste ein. Zeus findet natürlich einen Weg, äh, zu ihr zu gelangen und so kommt er als Goldregen auf sie nieder und äh, befruchtet sie so auf diese Weise. Perseus wird geboren und Perseus wird zu einem der ersten Prototypen eines Helden überhaupt in der antiken Mythologie und begründet auch in der Folge, wir werden vielleicht mal eine eigene Serie zu ihm machen, ein ganzes Geschlecht von tapferen Helden und Heldinnen. Und wir haben schon gehört, dass Zeus, ähm, ja, oder dass wir auch im Vorspann es gesehen habt, es gibt also ein Problem, die Giganten bedrohen den Olymp und Zeus sucht nach einer Lösung und es gibt auch hier wieder eine Prophezeiung, einen Traum, eine Vision, manche sagen von Hera selbst ist diese Vision gekommen, dass nur ein Mensch den Göttern helfen kann, gegen die Gefahr der Giganten vorzugehen. Und entsprechend sucht Zeus also nach einem geeigneten Helden und er denkt sich, naja, Mensch ist schön und gut, aber ein bisschen Gott muss auch dabei sein. Und ähm, so kommt es zu der Geschichte, die wir im Vorspann ja auch immer wieder erzählen, dass er sich in Alkmene äh, ja, verliebt oder sich auf Alkmene konzentriert, weil er sagt, einer aus dem Geschlecht der, der Perseiden, des Perseus muss es sein, weil das so ein. Fantastisches Heldengeschlecht ist nur ein solcher Held kann wirklich uns Göttern auch ähm, an der Seite stehen und gegen die Giganten vorgehen. Ja, und Hera bereut das schon wieder, dass sie darauf überhaupt hingewiesen hat, denn äh, Zeus sieht es natürlich als eine Pflicht, diesen Helden zu zeugen. Und Hera ist ja bekannt dafür, dass sie eher eine eifersüchtige Göttin ist und ähm, nicht einverstanden ist damit, wenn ihr Mann sich sozusagen ähm, immer wieder auch. Ähm, auf fremden Territorium tummelt. Das tut er sehr, sehr gerne. Das heißt, er hat ohnehin alle Hände voll zu tun, ist eigentlich immer irgendwie unter Stress und unter Druck. So ist das bei Hera. Aber diesmal ist es ihr besonders arg, weil die Rolle dieses Erstgeborenen, der erste, der nun geboren werden wird, der soll, die soll natürlich fantastisch sein. Also er wird ein Herrscher über die Welt sein. Er wird ein Held sondergleichen sein und irgendwie hatte sie vielleicht innerlich immer gedacht, wenn schon so ein fantastischer Held geboren werden soll, dann müsste der ja aus meinem Schoß kommen. Dann müsste ich doch die Mutter, ich als oberste Göttin sein. Dann nimmt er sich wieder irgendwie einem Menschenfrau. Also da war schon eigentlich der Haussegen hing schief und man kann es ihr auch nicht nach, kann es ihr auch ein bisschen nachsehen, denn sie wird einfach wieder links liegen gelassen. Ja, ist immer wieder so ein bisschen ihr Schicksal. Naja, ähm, die Geschichte haben wir dann schon erzählt. Ähm, sie hat natürlich hineingepfuscht ins Handwerk. Sie hat einen weiteren Spross aus dem Geschlecht der Perseiden ausfindig gemacht, die, dessen Frau ebenfalls schwanger war. Und ähm, sie hat dann einfach dafür gesorgt, dass der zuerst das Kind bekommt. Denn es hieß ja der Erstgeborene. Und damit war der Sprössling von äh, Zeus sozusagen dahin. Der hatte nicht mehr die Rolle des Erstgeborenen, er war der Zweitgeborene. Und dieser Sohn, der aus, dem, äh, aus, dieser anderen, ähm, aus der anderen Linie des Perseus stammt, der spielt eine wichtige Rolle dann, das ist Eurystheus. Eurystheus, wie gesagt, wird uns nochmal begegnen. Er ist quasi ein, ja, wenn man so möchte, eine Art Cousin äh, des Herakles und ähm, wird natürlich jetzt an nimmt die Rolle ein, die eigentlich Herakles zugedacht war, nämlich der Herrscher über dieses Heldengeschlecht zu sein. Herakles ist nur noch der Zweitgeborene. Gut. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass er nicht auch eine, die, die Karriere eines Helden einschlägt, auch darüber haben wir gesprochen. Der Kontrast zwischen Herakles und Eurystheus wird immer wieder betont. Herakles ist stark, äh, sieht gut aus, ist ähm, einfach ein Held durch und durch. Ähm, er hat seine Schwächen und seine Stärken, aber eigentlich hat er immer ein gutes Herz, er ist ähm, manchmal mit seinen Emotionen, kann er sich nicht zurückhalten und manchmal handelt er eher, als dass er denkt und all diese Dinge, die geschehen ihm natürlich und bringen ihn auch oft genug in Bredouille, aber an sich ist er einfach ein, wie man so schön sagt, ein guter Kerl. eurystheus dagegen wird immer wieder dargestellt als ähm, Schwächling, arrogant, einer der ähm, ja, ja, Eitel ist. Ne? Herkules gilt, äh, Herakles gilt nicht als Eitel. Und irgendwie so ein bisschen anmaßend ist. Und werden wir noch sehen, dass das etwas wird, was dann auch zum Problem wird. Du unterbrichst mich einfach mehr, wenn du merkst, dass ich hier irgendwas auslasse, ein Detail, das dir wichtig ja. ist an dieser Geschichte. Euristos ist wahnsinnig eifersüchtig auf den Herkules, auf Herakles, mhm. auf Herakles und seine. Ich lese nur gerade die Rezension von Auguste Lechner und die heißt Herkules. Deswegen bin ich jetzt in einen verwirrten Zustand eingetreten. Also, Eurystos ist auch eifersüchtig. Er gönnt Herakles seine, seine Vorzüge und seine guten Eigenschaften und seine Fähigkeiten nicht, weil er ihn in den Schatten stellt, dadurch, dass er glänzt und stark ist und mutig und auch ähm, gut. Und das wird natürlich, sagen wir mal, im Laufe der Entwicklung von, von Herakles ähm, immer stärker ein Problem. In der, in der Jugend und in den Lehrjahren, wie wir die letzte Folge genannt haben, von Herakles spielt es nicht so eine große Rolle. Da taucht Eurystheus gar nicht erst auf. Aber sobald Herakles zum Helden ausgebildet ist und auch seine ersten Heldentaten machen ähm, begeht, wird es natürlich. Ähm, wird es natürlich äh, für herakles etwas schwieriger weil er dann mehr ins rampenlicht rückt ähm, ja in nordhessen wird er herkules genannt meint herzensmensch das liegt aber daran dass natürlich in äh, äh, gibt ja den großen herkules bei kassel äh, kassel-wilhelmshöhe aber das liegt daran dass man natürlich die latinisierte version seit der renaissance bevorzugt hat der, das Original ist natürlich die, die, die griechische, griechische Version Herakles. Aber im Grunde genommen ist der gleiche Held damit gemeint. Egal wie ihr ihn nennt. Ja. Deswegen. Und ich lese natürlich keine Rezension, sondern eine Nacherzählung. Ja, genau. Diese hier. Ja, genau. Schaut mal. Die ist übrigens ganz schön erzählt von der Auguste Lechner, wenn ihr, wenn ihr mal so eine, äh, die Geschichten nachlesen wollt. Allerdings fehlt die Episode, die wir. Heute besprechen die fehlt. Die lässt Auguste Lechner weg. Das liegt wahrscheinlich daran, mein Verdacht ist, dass das zu dramatisch und zu tragisch ist, was passiert. Dass Auguste Lechner, die das eher für Jugendliche geschrieben hat, wahrscheinlich sie die wählt die etwas mildere Version des Ganzen. Aber wir verschonen euch natürlich nicht. Ihr kriegt das volle Drama. <laughs> Ja, es kommt also zu. Es, es kommt zu den ersten Heldentaten, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, die Geschichte von König thespios und den 50 Töchtern, die haben wir auch schon mal erzählt letztes Mal. Herakles besiegt einen Löwen, der das Reich des König thespios ähm, heimsucht und bekommt dadurch ähm, eben die 50 Töchter, mit denen er jeweils einen ähm, mit jeweils einen Nachkommen erzeugt. Ich habe übrigens gelesen, das sollen 51 Nachkommen gewesen sein, weil es zweimal Zwillinge gab und eine hat sich ihm verweigert, die später soll dann eine Vestalin geworden sein. Also es gibt da unterschiedliche äh, Überlieferungen, auch ob das 50 Nächte hintereinander waren oder ob er alle in einer Nacht geschwängert hat, was natürlich für einen Helden ein leichtes wäre. Aber <laughs> darüber haben wir uns das letzte Mal schon ausgelassen. Ja, und es gibt dann ähm, natürlich solche Heldentaten, sprechen sich rum. Und ähm, jetzt kommen wir in so ein, in so ein Gefilde, wo wir ähm, jetzt in ein neues Thema auch eintauchen. Herakles, ähm, Herakles Ruhm vermehrt sich, man hört von ihm und der König von Theben. Theben ist ja auch die Heimatstadt von Herakles, hat auch einen persönlichen Bezug dazu. Der König von Theben ist Kreon, ähm, der ist in großer Bedrängnis. Steuereintreiber bedrängen ihn, da gibt es natürlich eine Vorgeschichte dazu, es gibt ein anderes Volk, das ähm, für äh, dem die, die Thebaner was schuldig sind und äh, deswegen werden Steuern eingetrieben, ich glaube es sind immer 50 Rinder, die die Thebaner an die anderen abliefern müssen, der Name dieses anderen Volkes fällt mir jetzt gerade nicht ein, irgendwas mit M, ähm, in jedem Fall. Kreon ist da unter Druck, und Herakles kommt gerade von seinen Heldentaten zurück und sieht eben diese Steuereintreiber, wie sie gerade wieder nach Theben marschieren, um dort ähm, wieder mal die Steuern, ähm, die, diese Tribute zu fordern. Und er hält sie auf und er sagt zu ihnen, also wo geht ihr hin, was ist, wohin des Weges geht ihr, was ist euer Begehr. Und sie sagen, naja, wir wollen ähm, kreon daran erinnern, wie gütig ähm, unser König ist, ähm, dass er euch nicht alle nasen und ohren abschneidet wenn äh, solange ihr euren tribut bezahlt und herakles wird total wütend wieder mal er sagt also das ist äh, ja ungeheuerlich was da erzählt wird und ähm, er macht genau das was die steuereintreiber die tributeintreiber angedroht haben dass ihr herrscher den thebanern zufügen würde und schneidet ihnen die nasen und die ohren ab und äh, hängt sie ihnen um den Hals und schickt sie zurück zu ihrem Herrscher, und, ähm, um ihm die Botschaft zu übermitteln, dass es damit jetzt ein Ende hätte mit der Tributzahlung. Das ist übrigens ein sehr interessantes Motiv, das wir in vielen Mythologien auch finden. Ich habe mich sofort an Tristan und Isolde erinnert. Tristan muss ja auch äh, am Hofe von König Marke tritt gegen den Morhold an. Also ein, äh, ein, ein, der Steuereintreiber aus Irland und besiegt diesen dann. Also auch da geht es um Tributzahlungen. Oder es hat natürlich auch was mit der Geschichte zu tun von, ähm, von Theseus. Auch da geht es um Tributzahlungen. Also dieses Thema gibt es in vielen Mythen, dass da sozusagen eine Schuld, die ungerechtfertigt, die ungerechtfertigt ist, irgendwie beglichen werden soll. Das führt natürlich zu einem Krieg. Ich mache die Geschichte mal kurz. Dieser Krieg wird dank Herakles natürlich gewonnen und die Thebaner sind also künftig frei von dem Joch. Und ähm, ja, und als Dank dafür bekommt ihr diesmal nicht 50 Frauen, sondern eine Frau, nämlich die älteste Tochter des König Kreon. Und das ist, jetzt muss ich, glaube ich, mal das Bild wechseln, damit ihr das seht, wer das ist. Das ist die schöne Megara. Ja, diese Frau ist es, die ähm, Herakles nun äh, bekommt. Und das ist eine, es ist auf beiden Seiten auf sich lieber auf den ersten Blick. Und äh, die beiden sind wirklich ein Herz und eine Seele. Herakles und Megara äh, verlieben sich ineinander, sie beschließen, eine Familie miteinander zu gründen. Und werden, wollen sich zurückziehen. Herakles möchte sich quasi aus dem Geschäft zurückziehen. Er hat gesagt, ich habe schon so viel Heldentaten gemacht, das langt jetzt erstmal. Und ähm, Megara ist eine so tolle Frau, mit der möchte ich eigentlich meinen Lebensabend verbringen. Sie ziehen aufs Land, Herakles beschließt, äh, wie gesagt, das Heldendasein an den Nagel zu hängen und will nur noch Jäger und Holzfäller sein. Na, so ein ganz einfaches, schlichtes Leben will er führen. Sie kriegen Kinder, unterschiedliche Anzahl je nach Autor, ein, die meisten sagen zwei Söhne und zwei Töchter und leben also irgendwie relativ zurückgezogen auf dem Land. Ja, Herakles will Familienvater werden. Da könnte jetzt die Geschichte zu Ende sein von Herakles, oder? <laughs> ja. Aber die Götter haben andere Pläne. Ohne den Traum Heras am Anfang seiner, äh, ohne ihren Traum am Anfang, dass, dass sie einen Menschen brauchen, einen Helden der gegen die Giganten kämpft und die Götter vor ihnen bewahrt, könnte das so sein? Und ohne den Zorn Heras, die rachsüchtig und von, von Hass zerfressen auf den Spross ihrer Nebenbuhlerin, dem, dem, Her dem Herakles ja schon seit seiner Geburt im Schlangen an den Hals gehetzt hat. Und das führt dazu, dass die beiden also also, hetzt sie ihm etwas anderes an den Hals. Und genau, das also die Kriterien. Schlangen, das ist keine Gefahr mehr. Das hatte sie schon mal probiert. Das hat nicht funktioniert. Also, so einem Helden an, ans Leder zu gehen, da muss man andere Dinge tun. Und Hera macht das, was sie schon, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr vorhin bei Ovids Metamorphosen mit dabei war, wart immer gerne tot. Sie schlägt ihren Gegner mit Wahnsinn. Hinzu kommt, bevor das aber passiert, dass Eurystheus auf den Plan tritt. Stellt euch also vor, Herkules und Megara oder Herakles und Megara, die sind da ein Herz und eine Seele auf dem Land. Es könnte alles wunderschön sein. Und jetzt kommt Eurystheus, schickt einen Boten zu Herakles und sagt: Du, ich möchte dich mal daran erinnern. Ich bin hier der, der das Sagen hat. Ich bin der Erstgeborene. Ich bin der Herrscher auch über dich und ich brauche deine Dienste. Ja, ich habe hier ein paar Probleme zu lösen. Komm doch bitte ähm, an meinen Hof. Du musst leider deine Familie zurücklassen. Ähm, komm an den Hof und ähm, sorge dafür, dass du mir, dass du mein Diener wirst. Das ist natürlich für Herakles aus zweierlei Gründen nicht, äh, kommt überhaupt nicht in Frage. Also erstens, er muss seine Familie verlassen, die will er nicht verlassen. Und zweitens, Eurystos ist ein, ja, ein schwacher Charakter und Herakles spürt so instinktiv, dass Eurystheus ihm nie gewachsen wäre und dass er einfach nur seine Macht ausspielen möchte, dass es überhaupt keinen Grund gibt, ihn an den Hof zu zitieren. Du wolltest gerade was sagen, Mia? Nicht. <laughs> Sah so aus. Ja, in jedem Fall, ähm, er verweigert sich. Herakles sagt, nee, tut mir leid, schick die Boten wieder heim, ich bleibe hier. Und das ist der Moment, wo Eurystheus natürlich, der im Grunde genommen von Hera äh, protegiert wird, ähm, sich bei Hera auch beschwert und Hera natürlich sagt, also so geht's nicht. Ähm, dieser Herakles muss sich äh, dem Eurystheus beugen, ob er das will oder nicht. So ist es bestimmt worden. Und ähm, auch Zeus kann dagegen gar nichts sagen, denn er ist derjenige, der ja gesagt hat, der Erstgeborene darf der Herrscher sein. Also auch Zeus kann Herakles nicht sekundieren an dieser Stelle. Und das führt eben dann zu der Situation, dass Hera sagt, da er nicht kommt, werde ich ihm einfach seine Familie nehmen. Und wie macht sie das? Das macht sie, indem sie Herakles mit Wahnsinn schlägt. Ja. Also hier haben wir die wütende Hera. Sie ist wütend, sie schlägt Herakles mit Wahnsinn. Und das bedeutet, also die Geschichte geht dann so: Herakles kommt eines Tages von der Arbeit nach Hause als Holzfäller, stell dich das mal so vor, er kommt nach Hause und ähm, irgendwie ist ihm ganz komisch und er sieht zwei vermummte Gestalten vor seinem Haus stehen, vor der Hütte, in dem er lebt mit seiner Familie. Und die haben so Kapuzen auf und die haben nur so Augenschlitze, durch die sie ihre Augen sehen und ihre Stimmen klingen total verzerrt. Und ähm, er fragt sie, was macht ihr hier? Was macht ihr hier vor meinem Haus? Ne? Das sind sehr bedrohliche Gestalten und er hat das Gefühl, dass da eine große Gefahr von ihnen ausgeht. Und ähm, diese Gestalten sagen sie ihm, wieso, was, was sollen wir hier machen? Wir gehören hierher wir sind deine Familie. Und, und, und Herakles sagt: Das kann nicht sein. Ähm, wo, was habt ihr mit meiner Familie gemacht? Er geht ins Haus hinein und da sieht er weitere vermummte Gestalten, die ähnlich bedrohlich ausschauen und mit einem so suffisant spöttischen Unterton auf Herakles Fragen reagieren, nachdem, was habt ihr mit Megara, mit meinen Kindern gemacht, immer sagen, wieso? Wir sind jetzt deine Familie, du musst mit uns zurechtkommen. Ähm, und äh, Herakles es ist total verwirrt und merkt, wie in ihm wieder diese Emotionen wach werden. Und ähm, weil er in ihnen ein Feinde sieht, ähm, nimmt er seine Keule und erschlägt sie alle. Und als er sie alle erschlagen hat, nimmt Hera den Wahnsinn wieder von ihm. Und ähm, ja, er erkennt, was er getan hat. Ja? Er erkennt, dass er einem Wahn verfallen war und diejenigen, die er erschlagen hat, das waren seine eigene Frau und seine Kinder. Das heißt, er hat sie nicht wiedererkannt in seinem Wahn und hat sie alle umgebracht. Damit war natürlich Heras Rache vollzogen. Er hat die Familie weggenommen. Ganz, ganz wichtiger Wendepunkt auch in der Heldenreise, finde ich. Denn das, was sich Herakles aufgebaut hat, ist mit einem Schlag zunichte. Aber nicht nur das. Ist ja nicht eine Naturkatastrophe, die passiert ist, sondern er ist schuld. Er hat große, große Schuld auf sich genommen. Da ist Herakles übrigens ähm, an dieser Stelle natürlich, was passiert? Er ist total verzweifelt. Er weiß nicht, was er, was er tun soll an einer solchen Stelle. Ja, und was macht man in der Antike, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Da geht man zum Orakel. <laughs> und er geht natürlich dorthin. Wo eigentlich seine Geschichte auch schon begann, nämlich die Prophezeiung äh, damals äh, von Perseus, der geht zum Orakel von Delphi. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Varianten. Das Orakel von Delphi, es gibt eine Geschichte, die bei Euripides erzählt wird, der es insgesamt ein bisschen anders erzählt, aber Euripides sagt, also die Pythia, die Vorsteherin des Orakels und überhaupt die Seherin, die dort im Orakel ähm, die Orakelsprüche von sich gibt. Die verweigert sich zunächst. Herakles, weil sie sagt: Du bist ein Mörder, du bist ein Frevler, du hast deine eigene Familie umgebracht, das ist der größte Frevel, den man überhaupt tun kann, ähm, schleicht dich, auf gut bayerisch gesagt. Und ähm, Herakles ist, will nicht gehen, er will eine Antwort haben. Was soll er jetzt machen mit seinem Leben, in seiner Verzweiflung? Und die Pythia verweigert sich ihm. Und in dieser Überlieferung zerstört er dieses Orakel von Delphi. Er wird wütend, er zerstört den Tempel, er reißt die Säulen ein. Und äh, richtet nur Unheil an. Ähm, daraufhin wird der Gott äh, von Delphi auf den Plan gerufen, das ist Apollo. Und Apollo stellt sich Herakles in den Weg. Und es kommt zu einem Zweikampf zwischen den beiden, dem Halbgott und dem Gott, beides Söhne des Zeus, wenn man so möchte. Und das geht so hin und her. Die beiden äh, können sich gegenseitig nicht besiegen, bis Zeus tatsächlich eingreift. Und ähm, er wirkt, dass Herakles tatsächlich einen Orakelspruch bekommt. Und hier kommt dann die Pythia ins Spiel, sagt: Na gut, ich sage dir, du kannst dich von deiner Schuld und deinem, deinem Frevel, den du begangen hast, nur befreien, wenn du dich zu Diensten von Eurystheus begibst, direkt zu Eurystheus gehst und dort zwölf Aufgaben erledigst. Diese zwölf Aufgaben und nichts anderes können dich von deinem Frevel befreien. So die Geschichte. Hier beugt sich Herakles dem Orakelspruch und zieht von dannen, um sich in den Dienst von Eurystheus zu begeben. Da gibt es auch die Interpretation, dass es auch in dem Fall Hera ist, die in die Pythia einfährt und äh, diese, diese Offenbarung verkund, verkund, verkündet ähm, durch die Worte der Priesterin. Und es gibt auch noch die äh, Version, dass dann noch ähm, Pallas Athene und Hermes sich zu Wort melden, auch durch die Pythia und Herkules, Herakles vorhersagen, dass er, wenn er diese zwölf Aufgaben, diese noch diese Aufgaben, da gibt es noch keine Zahl, weil die Zahl zehn und die Zahl zwölf, <laughs> darüber müssen wir noch reden, ähm, wenn er diese Aufgaben vollbringt und erfüllt, dass er dann Unsterblichkeit erlangen wird. Also, dann wird schon. Und jetzt mir fällt aus, auf, was ich da noch anmerken will: Herakles, ähm, also ihm passiert ja Unfassbares. Er wird seiner Familie beraubt, seiner großen Liebe, seiner Kinder durch seine eigene Schuld in diesem Wahn, mit dem er belegt wurde. Und er verliert jegliches Ansehen. Er hat, Er erlebt einen riesigen Sturz vom absoluten Helden, vom geliebten und bewunderten. Herakles, der so vielen schon geholfen hat durch seine Kräfte zum schrecklichsten Mörder und Verräter und äh, was Schlimmeres gibt es überhaupt nicht. Was Schlimmeres kann man kann man nicht anrichten und auf sich laden. Eine sch schlimmere Sühne und Schuld. Und von dieser Schuld muss sich dieser gefallene Held, der jetzt irgendwie am Boden liegt im Staub und keine also und alles zerstört in sich und um sich zerstört wurde muss sich davon jetzt äh, befreien. Oder äh, was sie erwartet, auch wenn er, falls er das, falls ihm das nicht gelingen sollte, dieses, dass diese schreckliche Tat, die er ja nur durch diesen Wahn der Hera begangen hat, dann würde er am Ende seines Lebens von den Irrynien äh, in, in die Unterwelt geschleift werden, wo er dann für immer, immer vor sich hin vegetieren müsste. Und sein größter Wunsch ist, Megara und seine Kinder eigentlich wiederzusehen im Nächsten Stadion, das er nach dem Tod erreichen könnte. Also wahrscheinlich wäre es ihm ganz recht gewesen, wenn er irgendwie gestorben wäre, weil dann wäre er vielleicht wieder mit Megara und seinen Kindern vereint gewesen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist doch, dass er hier an einem Wendepunkt in seinem Leben steht. Ähm, es wird ihm alles genommen. Er hat überhaupt keine Perspektive mehr. Er könnte eigentlich auch genauso gut jetzt sterben. Aber wahrscheinlich weil dieser Frevel auf ihm lastet fühlt er sich noch einmal ähm, genötigt gewissermaßen zu, bevor er damit er eben nicht ein Schicksal erleidet wie ein Mörder in der Unterwelt in den Tartaros dann kommen würde entsprechend da wo halt die Mörder und die Frevler hinkommen dass er noch einmal einen nach einem Weg sucht sich von dieser Sünde frei zu waschen und das ist deswegen geht er nach Delphi aber ähm, für uns im Rahmen der Heldenreise, Mia, da gibt es ja jetzt zwei Faktoren. Also, einmal, wir lernen den Antagonisten, in dem Fall eine Antagonistin, kennen, die eigentlich in allem, was Herakles widerfährt, die, äh, die Finger im Spiel hat. Also, da gibt es im Grunde genommen, auch wenn wir später von anderen Antagonisten, von Fabelwesen, gegen die er kämpfen muss, spricht, das alles geht ja auf diese eine Geschichte zurück, die Hera eingefädelt hat. Also Hera ist seine große Nemesis. Das ist die, die ihn sozusagen immer verfolgen wird. Darüber müssen wir sprechen. Was ist so die Rolle des Antagonisten in der Heldenreise? Und über diesen Sturz, von dem du gesprochen hast. Der, äh, welche Rolle spielt der? Dieser große Verlust. Vielleicht magst du vielleicht Aus du mal. Dem Sturz aus dem Sturz entwickelt sich ja auch der Ruf, seine neue Aufgabe, sein, sein eigentliches Ziel. Was will er am Schluss für sich erreicht haben? Er will das gesühnt haben, diese Tat gesühnt haben. Und er möchte, er möchte in Ruhe sterben oder, oder davon befreit werden. Was, was er dann noch für ein Leben führen wird, das ist nicht klar. Aber er will diese Tat sühnen, die er mit verschlossenen Augen sozusagen begangen hat im, ähm, ja, unter dem Fluch, unter dem Wahn der Hera, den sie auf ihn gelegt hat. Und ähm, mit diesem Ruf, der, es gibt natürlich noch den anderen Ruf, ähm, der vor seiner Zeit, vor seiner Geburt stattgefunden hat. Das war Heras Traum. Auch in diesen Ruf ist Hera verwickelt. Den hatte sie den Traum. Also sie hat diesen Ruf, dass Herakles geboren werden soll, um, um die Götter vor den Giganten zu bewahren, als erster gehört und hat veranlasst, dass ähm, also durch eine aus Versehen, dass, Herr, dass ihr Gemahl ähm, ja, das zu ernst genommen hat. Und ja. Also könnte man sagen, dass dieser Sturz nötig ist, weil das Leben als Familienvater, als Familienmensch, das war nicht seine Berufung, das war nicht sein Ruf. Also dafür wurde er nicht in die Welt gebracht. Es gibt ja auch so die Idee, dass er sich ganz, also ich meine, es ist auch diese Weigerung drinnen. Er will nicht dem Ruf folgen. Er will nicht der Diener des Eurystheus sein. Und man hat auch den Eindruck, wenn man die Geschichte so liest, dass er wirklich die Schnauze voll hat davon, dass andere über sein Leben bestimmen. Sondern er will sein Leben führen, das was ihm liegt. Aber da gibt es diese, dieser Ruf dem oder dieser Grund, warum er geboren ist, lastet eigentlich auch wie ein Fluch auf ihm. Der letztendlich zu dieser, zu dieser schrecklichen Tat führt. Es ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Die, Herakles die, hat, ja. die, die, die Hera legt ja den Wahn auf ihn. Die Frage ist, wie schuldig ist er eigentlich? Ne? Herakles hat ja eigentlich seine erste Runde schon toll hinter sich gebracht, die dass er seinen Kräften ausgeliefert war, auch seinen Wutanfällen und seinen, dass er nicht umgehen konnte mit seiner mit seinen Fähigkeiten und mit seinen göttlichen eben Kräften und dass er die erstmal ja auch dass er seinen Lehrer da getötet hat aus Wut und aus er war er konnte die Kräfte noch nicht zügeln und noch nicht gut einsetzen und ihm ist es ja gelungen in der Wildnis das zu beweisen, als er dann auch gegen den Löwen gekämpft hat, sich ihnen zu stellen. Und er hatte ja auch die Aufgabe, in die Wildnis zu gehen, bis er sich bewusst wird, wie er seine Kräfte für die Menschen einsetzen kann. Und erst wenn er sich dessen bewusst geworden ist, war er ihm erlaubt, wieder aus der Wildnis zurückzukehren. Und das wurde ihm durch seine Tat, als er den Löwen getötet hat und das, und die, das Land befreit hat von, diesen, von seiner Bürde, ähm, der Bedrohung, dass er das geschafft hat. Er hat jetzt gelernt, seine Kräfte gut einzusetzen. Auch für Theben hat er seine Kräfte gut einsetzen können. Für seine Frau, für seine Familie. I ihm ist es gelungen, aber den Griechen ist kein Happy End. Ähm, der, also Den griechischen Helden ist einfach kein Happy End gegönnt. Das wäre das Happy End gewesen mit der Megara. Und sie lebten bis. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Ja, Her Herakles lebte <laughs> weiter. Beziehungsweise ist unsterblich geworden, aber, sein, aber jetzt ertönt ein neuer Ruf, eine neue, eine, also eine neue Schleife. Er fängt wieder, er, er fängt wieder an. Es geht wieder für ihn los. Er wird wieder in ein neues, in eine neue Entwicklung gerufen, sozusagen. Man könnte auch sagen, dass die, dass dieser alte Ruf an ihm haftet und daher verhindert, dass er sich seinen Ruf selbst auswählt. Es hat ein bisschen was Fatalistisches auch. Also die Bestimmung, wozu bist du bestimmt? Ich kann damit schon auch was anfangen. Also ich glaube, dass wir Menschen uns unsere Berufung, unsere Bestimmung nicht aussuchen, so frei, schnauze. Ich werde halt jetzt mal in diesem Leben dies oder jenes, je nachdem, was ich möchte, sondern dass wir auch Anlagen in unser Leben mitbringen. Und diese Anlagen wollen sich entfalten. Also was weiß ich, ich könnte mir vorstellen, ich werde, keine Ahnung, Popstar. Ja, das könnte ein Wunsch sein, den ich habe. Und ich merke aber, dass in mir drin eigentlich ähm, die Veranlagung zum Hufschmied vorhanden ist. Sage ich jetzt mal so, weil mir nichts Besseres einfällt. Das heißt sozusagen, ich würde, wenn ich versuche, Popstar zu werden, ununterbrochen gegen meine eigentliche Bestimmung, Hufschmied zu werden, vorgehen. Das ist jetzt sehr und vereinfacht dargestellt. Aber ich glaube, dass es uns vielen Menschen so geht, dass sie den inneren Ruf, den sie vielleicht wahrgenommen haben in, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, vergessen und dann vielleicht irgendetwas sich aneignen, was sie gerne hätten, was sie werden, was aber gar nicht dem entspricht, was sie äh, zu erfüllen haben. Ich finde es nur sehr tragisch bei Herakles, weil wir alle total mitfühlen, dass äh, dieses Ziel, so mit Frau und Kindern auf dem Land zu leben und so ein ganz einfaches Leben zu führen als Holzfäller im Wald, das klingt total bestechend. Wer möchte das nicht? Und Sterblichkeit hätte er so nicht erlangt. Also wird er jetzt aufgerufen, sich auf den Weg zu machen. Und damit ein Held sich auf den Weg macht und auch bei der Stange bleibt. Und auch immer wieder motiviert wird, sich seine Kräfte an den Hindernissen zu messen, die sich ihm in den Weg stellen, muss es einen sehr starken und ihm ebenbürtigen Antagonisten geben. Der Antagonist ist auch eine Figur, die auf jede Bewegung, auf jede Handlung des Helden eine Gegenhandlung erfolgen lässt und ihn zwingt. In seine Kraft zu kommen. Mit der Hera ist es so ein bisschen so eine Sache. Die möchte ja gar nicht, dass er in seine Kraft kommt oder in äh, die, die will ihm ja die größte Bürde auferlegen, die will ihn im, am Boden sehen und wirklich im, im, im Sand vor ihr kriechen sehen. Und das, das fordert den, den Herakles heraus. Das zwingt ihn in diese Aufgaben zu gehen. Das zwingt ihn, den Eurystheus aufzusuchen und ähm, sich sich dem zu stellen also das heißt man könnte sagen auf der einen seite ist es eine, eine große tragödie die herakles widerfährt aber es bringt ihn auch wieder auf die spur seiner berufung diesmal wird die berufung nicht einfach nur ein held zu sein sondern auch ein demütiger Held zu sein. Also das heißt, die Aufgaben des Eurystheus, die zum Teil eines Helden überhaupt nicht würdig sind, ich greife voraus, wenn ich sage die Reinigung der Stelle des Augias, da geht es darum, dass er den Mist entfernen muss. Das ist so etwas, was man überhaupt nicht von einem Held erwartet, aber er muss Dinge tun, die einem Helden überhaupt nicht würdig sind und er muss es ertragen, er muss es erdulden. Und die Motivation, warum er das tut, ist um den Frevel. Wieder gut zu machen. Also, das heißt, ähm, er erduldet jetzt großes Leid. Man könnte jetzt mit den Runen sagen, das ist ähm, der, die Ermordung der Familie, das ist eine Hagala-Situation. Und wo er jetzt drinsteckt, ist die Nautis. Er kommt jetzt richtig in die Situation, wo er seinen Weg, den er dachte zu gehen, der wird ihm jetzt durchkreuzt. Ja, und dann findet natürlich danach die Isa statt. Das heißt, er kommt mit den, bei den Runen dann in einen Zustand der Starre, der Stille, der Demut mit sich selbst und der Welt, um daraus dann letztendlich über die Ära zur Aiwas zu kommen, zur Verwandlung. Das ist das Ziel. Es ist eine persönliche Verwandlung. Stimmt. Ich habe auch gehört, dass die Isa ist in dem Fall auch gut. Ich habe auch gelesen, dass er, dass er erstmal ein Jahr lang in herumgeirrt ist, wahnsinnig vor Schmerz, nachdem er mit Schrecken festgestellt hat, was er angerichtet hat. Und dass er dann erst am Boden zerstört und mit abgerissenen Kleidern zu diesem, wie zum Orakel von Delphi gefunden hat. Mhm. Und da kommt dann auch wieder also was in Isa. Bewegung. Ja. Ja. Da, da, das wäre der Jera-Moment, ne? das ist der, der Wendepunkt in der Geschichte, wo er sich sozusagen arrangiert damit, ähm, um dann die ganzen Aufgaben, wären dann, wenn man das mal mit den Runen begleitet, das ist ein spannender Gedankengang, den wir da gerade machen, das wäre sowas wie eine Ayahuasca-Aufgabe. Ja. Also verwandle dich, mhm. werde der in dir angelegt ist und nicht irgendetwas, was du denkst, was mhm. du werden willst. Ich weiß nicht, ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde auch nicht wollen, dass irgendjemand mir sagt, ja, tut mir leid, du bist einfach für das und das bestimmt. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich im Einklang mit meiner inneren Berufung mich bewege, mit meiner Bestimmung bewege, es steht auch eine Form von Zufriedenheit mit meinem Leben, die ich sonst nicht hätte. Also das Leben, das wir führen, ist manchmal genau so, wie es ist, gut. Und wenn es das nicht ist, obwohl es nach außen hin vielleicht total glücklich und zufrieden erscheint, dann könnte es sein, dass wir nicht im Rahmen unserer Berufung unterwegs sind, unsere Berufung leben. Es ist mal nur so ein Gedanke. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Schreibt es gerne mal in den Chat hinein, wie es für euch ist. Aber da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und ich finde vor allen Dingen die Hera, also die ist echt eine fiese Antagonistin. Also da möchte man echt sagen, also die ist. Ich weiß auch nicht. Das ist, die, das ist wie in einem James Bond-Film, die Bösewichte. Also das, diese Grausamkeit, auch mit der sie das begeht. Ja. Aber das Interessante ist, und da haben wir uns im Vorfeld darüber unterhalten: er trägt ja sie in seinem Namen, Herakles, der Ruhm der Hera, das ist alles voller Paradoxe. Wann hast du, du, hat, du hattest mir vorher erzählt, ähm, an welcher Stelle er auch noch den Namen Herakles bekommen haben könnte. Wir haben das euch ja schon mal so geschildert, dass ähm, Theresias der Alkmene empfohlen hat, also seiner Mutter ihn so zu nennen, um dem Zorn der Hera zu entgehen. Aber du, Christoph, hast mir vorher noch eine andere Version erzählt. Naja, es gibt auch die Variante, dass er vorher einfach der ähm als ich glaube, Alkiade bezeichnet wurde, und dass er dann ähm, zu Pythia gegangen ist. Und sie hat ihn zum ersten Mal mit Herakles angesprochen. Allerdings geht das auf, wieder auf Euripides zurück. und Euripides hat die Geschichte anders erzählt. Sie hat nämlich den Wahn des Herakles, ähm, nach die, er hat die, den Wahn des Herakles nach den zwölf Aufgaben äh, in seinem Theaterstück ähm, aufgeführt. Und beschreibt, dass das Megara ewig wartet auf Herakles, bis er endlich kommt. Und er hat die zwölf Aufgaben erledigt. Ähm, die Motivation ist hier eine andere, warum er sie erledigen muss. Und dann bringt er sozusagen im Wahn seine Familie um, weil Hera eben nicht genug an ihrer Rache haben kann. Und da kommt er dann zum Orakel von Delphi zu Pythia. Und die spricht ihn zum ersten Mal mit Herakles an. Weil sie sagt durch deine Taten hast du der Hera Ruhm getan. Und deswegen erlangt er Unsterblichkeit. Ja. Also die, nee, die Unsterblichkeit, da kommt ja noch die ganze andere Geschichte mit dem Gewand und so. Nee, die ja, ja. gefällt mir nicht, diese Variante. Da bin ich doch ein bisschen <laughs> besser mit der, äh, da finde ich die schöner, die wir euch jetzt erzählen. Ich glaube, die setzen wir jetzt auch fort. Natürlich. Man, ansonsten man kann Euripides trotzdem äh, gut lesen, weil was er wirklich macht, ist er beschreibt den Wahn des Herakles in einer psychologischen Tiefe, die man für antike Autoren selten findet. Also das heißt, wer sich da mal so hineinfühlen möchte in das, was dem Herakles widerfährt, der liest Euripides. Ja, äh, es wird hier noch gefragt: Bekommt die Hera eigentlich irgendwann die Rechnung für ihre Grausamkeiten, mehr. Wie ist das? Muss der Antagonist? Ja, die Herre hat, hat schon die Rechnung für ihre Grausamkeiten in ihrem Ehemann, der sie immer weiter betrügt und ihren Hass immer weiter schürt. Und ihre Missgunst allem gegenüber, was sich ihr da. Ja, also das würde ich sagen, sie ist schon gestraft genug, aber natürlich als Göttin kann ihr niemand was antun und sie bekommt keinen. Nein, sie bekommt nicht die gerechte Strafe. Sie muss nicht in eisernen Schuhen tanzen, bis zum Umfallen, <laughs> bis sie tot umfällt, weil sie ist ja unsterblich. Geht ja. Also nicht. Oder sie Christopher? Ist, ja, sie, ist mir sie, da was entgangen? Nein, aber ich sage es mal einfach so: ähm, natürlich, unser Gerechtigkeitssinn würde verlangen, dass irgendwann mal irgendwie die Quittung kommt. Aber sie ist einfach mal die Göttin, sie ist die höchste aller Göttinnen. Sie darf das. Ja? Sie sind noch nicht einmal ihr Mann hören wir ja immer wieder in der Geschichte, kann etwas dagegen tun, weil sie es so beherrscht, die Dinge so hinzudrehen, dass auch er sich sozusagen ihrem Willen fügen muss. Und man muss da ein bisschen tiefer graben, man muss die Hintergründe anders verstehen. Ich glaube, dass wir es hier wirklich mit einer Antagonistin zu tun haben, die deshalb Antagonistin ist, nicht weil sie selber eine Entwicklung durchmacht dabei. Ich weiß nicht mehr. Machen Antagonisten auch eine Entwicklung durch? Ist das üblich bei der Heldenreise, dass sie am Ende auch geläutert sind und dann irgendwie sehen: Ach, ich habe doch Unrecht getan? Nein, das ist jetzt, das muss nicht sein. Muss nicht sein, nee. Da, darum es nicht. Das ist der Held, der, der aufgerufen wird, äh, den, und die Kraft des Antagonisten und die Kraft, die sich ihm entgegenstellt, zu integrieren und zu überwinden und auch im für sich nutzbar zu machen. Also aus einer Seite, also beide Seiten in sich kennenzulernen. Das ist, das ist, das ist eher das Thema des Helden. Aber ich frage mich auch, ähm, wie das da für den Herakles ist. Welche, welche Kraft er da in sich erkennt, um die Hera, das, das ist, da hat so viel Zerstörung stattgefunden vorher. Ich sehe eher die Kraft, ähm, die er erkennt und die er in sich transformiert und sich nutzbar macht, ist dann in den, in zwölf Aufgaben. In denen kann man die sehen dass er sich mit auch ähm, Monstern er hat viel mit mit so fabelwesen und mythischen Wesen eben zu nicht fabelwesen er hat mit mythischen Kreaturen zu tun, die Kräfte haben und sich allen anderen menschlichen Wesen in den Weg stellen können und das auch tun. Und er er er, ähm, er, er, er kommt auch in diesen zwölf Aufgaben. er tötet sie nicht einfach nur alle, sondern er er ähm, ja er überwindet sie aber auf eine andere Art. Indem er auch was lernt und ähm, das finde ich eher, das ist das, was er dann integriert in diesen zwölf Aufgaben lernt. Herakles noch mal ganz viel. Aber wie er jetzt wirklich diese Kraft der Hera in sich befriedet, das ähm, oder integriert, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Finde ich jetzt nicht heraus. Aber vielleicht finden wir es heraus, weil wir sind ja mit weil uns, er uns am Erzieher. Ende nicht zerstört. Er zerstört sie auch nicht. Hm? Ja, aber wir werden es vielleicht noch herausfinden, auf welcher Ebene das geschieht vielleicht zerstört er sie doch am ende weil er selber zum gott wird und dadurch ist er entzieht er sich ihr für immer das ist vielleicht so der clou an dem ganzen und das vielleicht die ich sag mal die quittung bekommt hera dadurch dass sie ja versucht ihn zu zerstören aber in wirklichkeit unterstützt sie ihn bei seiner gottwertung indem sie ihm diese aufgaben beschert die er besteht und die ja alle ähm, überwindet und dadurch eigentlich dem Elixier des Helden immer näher kommt. Ja, das stimmt. Das ist das Paradoxe, aber das ist die Aufgabe des Antagonisten, den, den Helden am Laufen zu halten und in seiner Entwicklung unbewusst zu unterstützen, wie das viele andere Antagonisten auch tun. Mhm. Tiger Lady schreibt Welche hier. Welche Antagonisten es her, ein, fallen euch denn noch ein? Ein Arschlochengel, also ein Arschengel, die ihn damit hilft, seine Lebensaufgabe zu finden. Ja, also so wie wir das auch. Ich denke mal, das ist vielleicht auch das, was uns auch selbst immer wieder fährt, was, glaube ich, jeder von uns kennt, dass wir unsere Antagonisten immer wieder haben und bekommen. Und äh, wenn ich so an meine letzten Antagonisten denke, und da gab es immer wieder etliche, habe ich so das Gefühl, ich habe jedes Mal auch etwas gelernt. Man wünscht sich zwar immer, man möge verschont bleiben und man möge ein so friedliches Leben führen, <laughs> wie Herakles mit Megara und den Kindern. Aber auf der anderen Seite, wenn du einen Weg der Entwicklung gehen möchtest, dann ähm, wirst du nicht umhinkommen, dich auch damit auseinanderzusetzen. Wichtig ist es für uns, eben auch unsere Antagonisten oder Gegenspieler nicht im Außen nur zu betiteln und zu erkennen und dort zu bekämpfen, indem wir ihnen alle Schuld an dem geben, was wir, was, was wir ähm, erleben oder wo, wo wir uns nicht genügen, sondern dann in ihnen die Kraft zu erkennen, die sie in uns herausfordern und die wir vielleicht noch, aus, ähm, noch lernen müssen oder noch trainieren sollten, damit wir in unsere eigene Kraft kommen. Die sind ja auch ein Spiegel von uns und halten uns auch, also das hilft mir oft, wenn ich zu sehr ins Außen gehe und jemand anderen mit Vorurteilen oder auch Urteilen belege und den da zu meinem, ja dem Urheber meines, äh, meiner Probleme mache, dass ich erkenne, nein, was, was soll ich von dir lernen? Eigentlich bist du mein Lehrer, um meine Meisterschaft <laughs> zu entwickeln. Aber das, das ist schwer. <laughs> ja, das ist schwer, aber ich glaube, wir sind alle schon durch solche Prozesse gegangen. Und das ist manchmal die einzige Lösung, um damit zurechtzukommen, mit dem, was einem widerfährt. Weil wenn ich nicht... Lerne aus den Dingen, die mir widerfahren, irgendeine Konsequenz für mein Leben zu ziehen, damit mein Leben besser wird dadurch, dann hat man immer nur Grund zur Verzweiflung. Es ist eine schwierige Übung und man muss sie auch nicht alleine machen. Und es gibt sicherlich an dieser Stelle dann auch Mentoren, die einem helfen. Herakles hat das ja auch. Er hat dann auch später Helfer bei seinen Aufgaben. Und ja, vielleicht ein schöner Übergang auch zu unseren nächsten Episoden, denn da werden wir mal mit der ersten Aufgabe beginnen. Wir sind ja jetzt bei Eurystheus gelandet und das nächste Mal werden wir jede Aufgabe abarbeiten, gemeinsam mit Herakles und werden uns überlegen, was lernt er eigentlich bei dieser Aufgabe, was können wir von ihm lernen, wie er diese Aufgabe löst und was steckt überhaupt dahinter. Genau. Mia, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Das war eine schöne Überleitung in die nächste Sendung. Genau. Und ich finde, wir sind auch jetzt so am Ende angekommen. Ich hoffe, es war für euch ähm, interessant. Ähm, danke, dass ihr so zahlreich noch dazugekommen seid und äh, dass ihr uns eure, ähm, eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Damit schließt der mythische Freitag und ähm, ich freue mich schon, Mia, auf das nächste Mal, wenn wir dann die erste Aufgabe machen. Und das wird... Ich glaube, der Nemeische Löwe sein. Sehr schön. Ja, in dem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, ich verabschiede mich mit meinem Gruß, wie immer. Wir sehen und wir hören uns sowieso im anderswo und du mir darfst es natürlich ergänzen. <laughs> und ganz bald im Zauberwald. Und das nächste Mal sagen wir das auf Griechisch. Auf <laughs> ja, Altgriechisch. Geht auch Latein. Du bist doch der Sprachexperte. Naja, mein Altgriechisch <laughs> bin ich gerade dabei, wieder aufzufrischen. Aber gucken wir mal. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen und noch einen schönen Abend.